So, willkommen zu diesem Video. Ja, ich mache gerade einen kleinen Fahrtendienst für meine Oma. Und bin hier jetzt in der Stadt wieder mal unterwegs und mache mir gerade wieder Gedanken über die Stadt. Also nicht jetzt unbedingt Wien an sich, sondern generell Städte halt oder die, als Ballungszentrum die Stadt halt. Und ich denke mir gerade, wieso baut man Städte nicht einfach breiter oder zumindest da, wo man die Gelegenheit hat. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es zum Beispiel in Deutschland so ausschaut, aber ich meine, man will die Wege für die Leute kurz halten, möglicherweise. Aber will man wirklich an einem heißen Tag wie heute, ich meine, wir haben heute schon, ich habe am Autothermometer schon 30 Grad gehabt, will man da wirklich Ellbogen an irgendeinem Zebrastreifen mit jemandem zusammenstehen und gemeinsam über die Straße gehen, wo man sich quasi eh schon aufeinander pickt? Und ich frage mich halt irgendwie, ist das wirklich das, was die Leute wollen? Ich meine, die Leute sind halt daran gewöhnt, aber ist es wirklich, keine Ahnung, also ich kann mir das nicht vorstellen. Da kurz zu jemandem zu Besuch bin, vielleicht in einer inneren Bezirk. Und da sitzen irgendwie die Leute schon auf den Stiegen herum und warten halt auf irgendwen oder und meist irgendwie taugt man das nicht, keine Ahnung. Also selbst wenn man jetzt abgesehen vom Auto, ja, ich meine, ich habe für ein paar Kilometer eine Stunde Zeit verbraucht, gut, ich habe mich verfahren auch noch, okay, aber selbst als Fußgänger weiß ich nicht, ich meine, ja. No. Nur die spät entschlossenen Spurwechsler. Dann, verstehst, habe ich einen Parkplatz, der ist gerade so, dass ich mich gut einparken kann. Und dann wäre ich zugeparkt von einer Mopette. Von irgendeinem kleinen Moped. So, dass ich noch, also quasi vor mir war der Randstein zu Ende, also das war eigentlich der erste Platz. Und zwischen dort und mir stellt sich noch ein Moped rein, ja, wo ich mir auch denke, ich meine, gut, er denkt sich vielleicht genauso wie ich, dass er gleich wieder weg ist. Aber auch das, es sind einfach zu viele Leute auf einem Haufen. Einerseits der Grundboden kostet natürlich Geld. Ja. So, klar, wenn ich jetzt ein großes Grundstück habe, will wahrscheinlich die Stadt Wien oder halt der das gehört, möglichst viele Leute drauf kriegen, weil er halt je nachdem von den Leuten wieder Geld bekommt. Ja. Und das wird halt wahrscheinlich der Essenzpunkt sein, wieso sich das so fortsetzt. Und ja, keine Ahnung, ob ihr Beispiele habt, vielleicht in deutschen Städten oder von Städten allgemein, wo das nicht so stattfindet, wo man sagt, okay, man macht breite Zebrastreifen, man macht breite, ich meine, gut, wahrscheinlich so Richtung Japan und China und so weiter, aber nachträglich ist natürlich schwer, wenn schon zwei Häuser nah beieinander stehen, kann man die Straße nicht mehr breiter machen, aber man hat ja teilweise trotzdem irgendwie die Möglichkeit, nehme ich mal an, da noch was irgendwie zumindest da, wo halt größere Sachen wieder entstehen, wo größere Flächen freigemacht werden. Soweit, so gut. Dann wollte ich das in dem Video mal wieder loswerden. Und ich muss jetzt da irgendwie abbiegen. Vielleicht hänge ich an das Video noch irgendwas an, muss ich schauen. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute und viel Spaß mit den ganzen Videos und bis bald. So, na, jetzt habe ich es geschafft, aus der Stadt wieder herauszukommen. Bin hier wieder so quasi am Land, mit dem Roller kurz unterwegs und ja, genieße ein bisschen die Frischluft und es wird langsam kühl, also es hat jetzt sicher nur noch vielleicht 22 Grad oder weniger.
Es ist leicht bewölkt. Und naja, nicht mehr viel wahrscheinlich. Ich werde mich dann noch ausruhen. Vielleicht ein paar E-Mails schreiben, ein bisschen Fernsehen. Und ja. Na gut, dann werden wir das Ding einmal anwerfen. So, machen wir das jetzt am einfachsten. Ja, na gut, dann noch alles Gute und bis bald. Willkommen zu diesem Video. Ich habe mal wieder eine Dose bei der Hand. Allerdings ist die nicht zum Trinken. Bei dieser Dose, das sind vorne drauf so kleine Bildchen, das Riesenrad, ja, einige andere Sehenswürdigkeiten von Wien, wo mir gerade selbst der Name entfallen ist. Verschiedene Schlösser, andere Gebäude. Ja, und diese Dose nennt sich der Alpenduft, Alpenbrise, Don't Drink Just Smell. Also das Englische hätte jetzt nicht sein müssen bei etwas, das sehr österreichisch tut. Hier ist nochmal ein Besteck durchgestrichen. Es ist brennbar, es ist nicht für 0 bis 3 Jahre und es ist recycelbar. Zutaten 100% unbehandeltes Zirbenholz, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, gut, das haben wir jetzt eh, der Alpenduft.at. Also, in dieser Dose, die, das ist ja auch noch gefälscht. Ich dachte, das ist so eine Dose zum so öffnen, aber auch das ist gefälscht. Man macht die Dose eigentlich so auf. Also das Ganze ist voll gespickt mit, Holzspänen, also so Hobelspänen irgendwie. Also nicht so Sägespäne in dem Sinn, sondern so flache, fast papierartige Stückchen. Das Ganze ist gedacht, dass man das jetzt hier dann so rausnimmt und dran riecht. Und das riecht dann so nach einem schönen Holzzimmer. Also ihr kennt das vielleicht aus dem Urlaub, wenn man wohin fährt. In so einem Hotel oder so und das ganze Zimmer ist aus Holz gemacht, dann riecht das so schön nach Holz. Und das ist eben gedacht, dass man sich das quasi auch wo aufstellt oder halt vielleicht mal zwischendurch eine Nase nimmt, also ich meine, dran riecht. Ich werde mir das vielleicht neben das Bett stellen, so ein bisschen was rauszupfen und dann halt schauen, ob man vielleicht besser schläft. Also an sich dieses Zirben, ätherische Öl oder dieses Öl von der Zirbe an sich, soll auch gut, glaube ich, für Herzschlag und so weiter, also Herzschlag reduzieren und so weiter. Also nicht, dass man jetzt irgendwie ohnmächtig wird, aber halt, dass es, wenn man gestresst ist, nachlässt zum Beispiel. Und dann finde ich das eine ganz interessante Sache.
Und die Dose ist ziemlich stabil, also ist keine sehr dünne Dose. Na gut, so viel dazu. Ja, das wollte ich euch nur mal zeigen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Ich habe diesmal eine Dose bei der Hand. Allerdings ist die nicht zum Trinken.